Hallo und herzlich willkommen. Endlich ist es soweit. Wir haben es geschafft. Man glaubt es kaum. 100 Jahre hat es gedauert und jetzt haben wir ein Mietrecht. Ein Mietrecht, das alle Stücke spielt. Eigentümer können zufrieden sein, Mieter dürfen zufrieden sein und wir als Immobilienmakler sind auch glücklich darüber. Glauben Sie mir, das war die größte Leistung, die diese Regierung in dieser Legislaturperiode gemacht hat. Nur leider, ja, es ist der 1. April und deswegen werden wir noch immer warten auf ein Mietrecht, das anwendbar ist, wo man nicht 27 Jahreszahlen sich merken muss und, was noch viel schlimmer ist, wo man nicht einmal um den Häuserblock geht und 4 oder 5 verschiedene Mietvertragssituationen hat. Viel schlimmer als für uns als Immobilienmakler ist das natürlich für die Mieter. Viel schlimmer ist es aber auch für den Gesetzgeber. Wir haben zwar das komplizierteste Mietrecht, aber trotzdem ist es nicht gerecht. Also bitte unterstützen Sie uns und sehen Sie diese Folge zum 1. April als einen Anstoß für die Regierung, dass wir etwas mit dem Mietrecht machen müssen. Weil vor 56 Jahren, und ich zitiere, gab es bereits dasselbe Problem. Und zwar schreibt hier jemand, hier ist Stillstand, Rückgang und der wird so lange dauern, als die Koalitionsparteien nicht darauf verzichten, mit dem Problem des Mieterschutzes und des Wohnungsbaues Demagogie zu betreiben. Seit 4 Jahrzehnten ist die Miet- und Wohnungsfrage ein bei Wahlen umstrittenes Thema gewesen. Das heißt, dieser Artikel ist von 1960. Wir haben jetzt nochmal 56 Jahre dazu. Das heißt, knappe 100 Jahre diskutieren wir schon über ein vernünftiges Mietrecht. Gehen wir es an. Wir sollten endlich schauen, dass wir zu einem kommen. Herzlichen Dank und das nächste Mal wird es sicher lustiger. Tschüss!